Schlaraffel spielt man nun mit einer neuen Attacke, nämlich mit Wegbereiter. Und nun kann Schlaraffel endlich mehr als 2 Ladeattacken erlernen. Und folglich möchte ich Wegbereiter auf der rechten Seite haben und Body Slam auf der linken. Das konnte man davor nicht ändern, weil, naja, es war keine Attacke mehr möglich. Ja, so habe ich es ja auch bei Schlurp. Auf der rechten Seite Blattgeißel, auf der linken. Und wir spielen. Team habe ich mir ausgedacht, aber auf dem Blatt Papier hört sich das wirklich nicht verkehrt an. Akub, Doppel, Grabbit. Oder nein, einfach Doppel. Irgendwie finde ich die beiden Pokémon relativ ähnlich, sind sie aber nicht. Von PvPoke wird auch mittlerweile Wegbereiter empfohlen, aber, großes Aber, ich liebe Schlaraffel als Anti-Geist-Pokémon mit Knirscher. Von daher, je nach Team, wenn man wirklich ein Team hat, wo man irgendwo schwach gegen Geist ist, würde ich schon Knirscher behalten. Da würde ich wirklich Knirscher behalten. Okay, er geht direkt auf die Giftattacke, baut nicht mal auf Spukball auf. Ich hätte sonst vielleicht versucht, dass ich Spukball abfange. Ich drück mal die Attacke und dann will ich aber schon abhauen. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, welches der beiden Pokémon wird mein Wechsel. Und ich dachte mir eventuell hier, weil ich damit vielleicht ein Panzeron rauslocke. Und Schlaraffel kommt natürlich mit den Attacken ultra schlecht gegen Panzeron an. Okay. So, Schlaraffel kommt da natürlich ultra schlecht dagegen an. Aber Grabbit mit Feuerschlag? Eigentlich nicht so schlecht. Okay, Gegner hat offenbar Steigerungshieb und geht direkt auf die Attacke. Joa. Wie machen wir? Den Feuerschlag hätte ich noch geschafft. Das ist nun Gleichstand, wenn er drückt. Er drückt auch. Na gut. Runterfarmen werde ich leider nicht können. Runterfarmen werde ich nicht können. Leider, oder? 2-Volt-Wechsel werden nicht besiegen. Und ein doppelt gesteigerter werden sie nicht. Ich glaube, ich schilde. Es ist doof, der ist schon doppelt gesteigert. Und ich habe hier ultra viel Energie. Ich glaube echt, ich schilde. Das ist... Also ich wusste, dass es ein Steigerungshieb ist, logischerweise. Gut. Okay. Ein Charm-Pokémon. Ich habe noch nicht gesehen, welches. Granbull. Könnte klar gehen. Ich drücke hier direkt mal. Gegen Fluggift darf ich natürlich nicht auf Wegbereiter gehen. Und dann aber werden wir Wegbereiter in Granbull sehen. Hier werde ich nicht schilden. Denn das ist garantiert kein Spukball. Und dann hoffe ich nur, dass die Charm nicht so drücken. Nein, aber dann machen wir gleich Wegbereiter. Wegbereiter steigert garantiert den eigenen Angriff. Und von daher dachte ich mir wieder, genauso wie gestern mit Frostetje, dass wir uns das fürs Ende aufheben. Ah, jetzt muss ich aber schilden, weil Granbull schafft sowieso keine Ladeattacke dann mehr. Okay, uff. Will ich Wegbereiter machen oder einfach die Body... Ja, ich mache Wegbereiter. Den Charmschaden haben wir noch nicht gesehen. Das wird noch knapp, aber ich glaube, ich habe drüben noch ein bisschen Energie, oder? Uff. Hätte ich... Also nicht mal gelber Bereich bei einem Granbull in der Superliga hätte ich nicht erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet, aber nun bin ich gesteigert. Okay. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Und... Ist aber noch ultra knapp geworden. Also auch gegen die Schlammjungen beispielsweise. Die Morlord, die Sumpexe dieser Welt. Wenn die, vor allem wenn die Attacke noch nicht kennen, dann eine Abfahrt. Und egal, ob sie wissen, dass man Wegbereiter haben kann, die Betonung liegt auf kann, stellen wir uns auch die Hyperliga vor. Da spiele ich sehr gerne Schlaraffel, also eigentlich nicht wirklich, weil man damit so viele Ladeattacken schafft und dann die Kämpfe so lange dauern. Aber in der Theorie würde ich Schlaraffel echt gerne spielen. Doch. So, mal schauen, ob er drin bleibt. Doch einfach nur die Tatsache, dass man mittlerweile eine andere Attacke erlernen kann, kann ja auch weiterhelfen, weil dann bekommt man vielleicht ein Schild, obwohl man nur Knirscher hat. So,
Ich glaube, der hat nur nicht sehr effektive Attacken gegen mich. Aber eigentlich muss ich rausgehen, aber eigentlich... Oder? Ich schilde einfach mal nicht. Wir schilden einfach mal nicht. Okay, noch nicht mal gelber Bereich. Aber mein Angriff sinkt. Dann gehen wir nun raus. Gut. Gut. Ja, das wäre genau der Fall für Schlaraffel mit Wegbereiter eben. Dann beispielsweise... Wenn ich die Energie im Auge behalte, werden ein bisschen die Energie im Auge behalten, glaube ich. So, also schauen wir mal. Okay, da kommt direkt ein Schild und der Angriff sinkt. Und der Angriff sinkt. Er dürfte nun eine Sofortattacke, glaube ich, haben. Eine Sofortattacke an Energie hat er, glaube ich. So, also wenn ich nach einem Volt wechsle... Oh, ich habe ja hier schon die Kreuzschere erreiche. Dann ballere ich die dir rein. Und das wäre fein. Ah, schade. Na gut, habe ich Schilde. Ich schilde auf jeden Fall. So. Und was machen wir dann gegen Registeel? Will ich einfach hoffen? Naja, egal. Wir hoffen, glaube ich, einfach. So. Weil drüben... Naja, ich habe die effektiven Lehmschüsse. Doch ladeattackenmäßig habe ich nicht viel gegen Stahl. Leider. Okay, es kommt kein Schild. Dann... Uff! Okay. Das war noch wichtig. Registeel Fiaro, alles klar. Das war noch wirklich wichtig, aber nun... haben wir, glaube ich, Probleme. Haben wir nun Probleme oder haben wir keine Probleme? Wegbereiter hier, das wäre völliger Quatsch. Auch für die Steigerung wäre das richtiger Quatsch. Gegen Typ Flug nicht sehr effektiv, gegen Typ Feuer nicht sehr effektiv. Ah, schön, 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 schön. Obwohl, nein, Moment mal, nicht schön. Der ist im Gelben und ich dachte, nun wird das besiegen, aber der ist im Gelben, weil davor noch eine Sofortattacke bei Akub ankam, von Akub ankam. Doch auf der anderen Seite, auch wenn er mich mit Sturzflug besiegt, es sollte kein Einäschern mehr ankommen. Weil mein Voltwechsel vor dir fertig ist. Es sollte kein eine schon ankommen. Okay, und nun muss ich nur ein paar Zielschüsse überleben. Bitte, bitte. Das war knapp. Das war knapp, aber wenn man die Sofortattacken kennt und so weiter und vorhersehen kann, dass da kein eine schon mehr ankommt, dann geht das in Ordnung. Komm, Akub. Bemühe dich. Bitte. Baller die Ladeattacke raus. Dankeschön. Das war wunderbar. Das war wirklich wunderbar. Ja, da kann ich mich echt nicht entscheiden. Eigentlich, Moment, lass uns mal überlegen. Wenn ich in Schlaraffel reingegangen wäre, vielleicht wäre dann einfach für einen Fokusstoß drin geblieben. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Von daher, ich glaube schon eher in Grabbit. Eher in Grabbit rein. Obwohl man da auch argumentieren könnte... Ich glaube, der spricht Deutsch, oder? Bayern-Ossi. Okay, okay. Obwohl man da auch argumentieren könnte, dann vielleicht mit Hyperstrahl. So. Da haben wir schon Welser. Mal schauen, ob er die Attacke kennt. Und irgendwann werde ich vielleicht schon schilden, aber am Anfang will ich nicht. Und später steigt die Chance dann auf einen Köder. Uff, das war schon viel Schaden. Das war schon wirklich viel Schaden. Ich habe Knirscher, okay, Kollege? Ich habe auf jeden Fall Knirscher. Notfalls kann ich mit... Schade, mit Grabbit auch noch gegen... Dingeskirchen ankommen. Aber ich glaube, ich bekomme noch ein Schild von dir, wenn du den Switch haben willst. Denke ich mal. Aber... Nun kannst du farmen. Wenn du schillest und dann rund... Das ist dann auch ungemütlich. Das ist dann wirklich auch ungemütlich. Aber gegen beide Typen effektiv... Okay. Okay. Okay, aber ich meine, wir haben beide Schilde bekommen, aber... Wow. Okay. Ich weiß nicht, war ich da in einer Traumwelt, dass ich dachte, das würde besiegen? Klar, ich wurde einmal abgeschwächt von Siedewasser, aber ich habe mich mit Wegbereiter ja davor schon gesteigert, von daher... Na gut, da wird Krabbit auf jeden Fall sweepen.
Aber sowas von wird Grabbit hier sweepen. Na und, ich schilde nicht. Grabbit wird hier komplett alles auseinandernehmen. Das sage ich euch. Aber so wie es ist, hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt, mehr erwartet. Okay. So, was bekommen wir? Was bekommen wir? Was bekommen wir? Ich glaube, ich drücke blind auf Käfer. Gut. Dann mache ich die hier und danach gehe ich rüber. Oder will ich noch eine Sofortattacke machen? Ich glaube, ich mache noch eine Sofortattacke und danach gehe ich rüber. So, eine Sofortattacke. Ich hätte Kreuzschere machen sollen. Was mache ich denn? Ich hätte Kreuzschere machen sollen. Ich hätte noch die Kreuzschere reindrücken sollen. Ja, die Führung gewinne ich, aber hinten drin ist es knifflig. Hinten drehen schon knifflig, weil ich bald keine KP mehr habe. Aber ich habe eine gebunkerte Ladeattacke. Also ich glaube, da sollten wir gewinnen. Da sollten wir auf jeden Fall gewinnen, wenn ich hier einfach schilde. Okay. Ja, von Wegbereiter, von dem Schaden. Klar, es ist eine Attacke, die garantiert den Angriff erhöht. Ja gut, da war ich wohl ein wenig am Träumen. Da war ich wohl ein kleines bisschen am Träumen. Rückwirkend betrachtet, sollte das klar sein, dass die nicht besiegt hätte. Hätte, Fahrradkette, aber das war ja nicht nur, hat knapp nicht besiegt, sondern das war eher, uff, nach all den Sofortattacken, gerade mal gelber Bereich, irgendwie so in der Art. Von daher, und vor allem dann in der Hyperliga, weil ich ja vorhin von Schlaraffel in der Hyperliga gesprochen habe. In der Hyperliga muss ich dann ein Sumpex, vielleicht ein Krypto-Sumpex, muss ich davor fürchten. Doch wenn man weiß, okay, die überlebt man sowieso gut, dann schildert man vor allem die erste nicht. Weil danach wird man ja gesteigert. Okay, Elfun, nicht so gut. Unbedingt. Das auch nicht unbedingt. Mit einer Schwächung? Eventuell. Wenn wir dich hier abschwächen können. So. Nein, schade. Und der Blubber. Der Blubber macht schon mehr Schaden. Aber das war keine Hydropumpe, von daher schilde ich die nicht. Der Eisstrahl ist echt so mickrig. Obwohl. Durch den erhöhten Blubberschaden. Also was man nun machen könnte. Der Gegner schildert und farmt runter. Dann würde ich weinen. Dann würde ich wirklich live weinen. Blubber macht noch immer gleich viel Schaden. Die Senkung hat uns nicht weitergebracht. Okay, dann werde ich aber schilden. Dann werde ich, glaube ich, schilden. Ich muss schon ein bisschen dafür kämpfen hier. Und ich werde ködern. Ich werde ködern. Ich glaube, ich sollte noch einen Feuerschlag erreichen. Und die Sofortattacken machen ja auch ein bisschen Schaden. Obwohl, Moment mal, kann ich runterfarmen? Ich kann mit einem KP runterfarmen. Nein. Aber egal. Nein, ich kann nicht nochmal schilden. Aber ich habe gesehen, dass ich mit einem KP runterfarmen kann und ich hätte Feuerschlag erreicht. Ja gut. Gut, das war doof. Wieso hast du noch einen KP? Kannst du mir das verraten? Oder nicht? Ja. Hier haben wir Probleme. Da haben wir nun leider Probleme. Ich bin in den Schildrückstand gegangen und konnte mir den Switch nicht holen. Das war aber mein Vergehen. Das war wirklich mein Vergehen. Ich dachte, Feuerschlag und runterfarmen wird schon klappen. Irgendwie. Immerhin kann ich hier echt immer gut timen. Vierer-Move gegen Dreier-Move, da schenkt man eigentlich oft viel her. So. Und dann hauen wir mal ab. Denke ich. Dann hauen wir hier mal ab. Wir schilden auf jeden Fall. Oh, den einen Schild hätte ich noch benötigt. Der wäre noch wichtig gewesen. Der wäre wirklich noch wichtig gewesen. Okay. Eventuell ein Geist? Oder der Gegner trollt mich. Trollt er mich oder Uff, ich glaube, da hätte ich echt gewinnen können mit dem einen Schild. Mit dem einen Schild hätte ich da echt gewinnen können noch. Aber so, schwierig. Aber wir spielen hier noch fertig.
Wir spielen hier noch fertig. Wer weiß, was passiert. Timet der Gegner gut? Das werden wir erfahren. Nein, er timet nicht gut. Also nicht böse gemeint, aber das hilft schon immer ordentlich weiter. Von daher müssen wir den Gegner wieder in eine Falle locken. Aber wenn er nun einfach auf Back-to-Back aufbaut, dann habe ich verloren. Genau, abfangen eventuell, ich weiß nicht. Na gut. Dann ist es nun vorbei, er hätte auch gar nicht auf Back-to-Back aufgebaut. Schade, wurde aber noch knapp. Das wurde echt noch knapp. Uff, das wurde noch sehr knapp. Hier hätte ich dann die Attacke gehabt. Ich hätte nur den Body Slam erreichen müssen. Oh, so knapp. Schade. Das habe ich mir durch den Köder. Wirklich, da ködert man einmal und dann... Seht ihr, was passiert, wenn man einmal ködert, ja. Dann wird einfach nicht geschildert. Aber ich bin so doof, ich hätte ja auch noch drücken können. Ich hatte ja den Feuerschlag davor. Ich dachte, wir farmen da einfach ganz gemütlich runter. Aber vom Team her finde ich gut eigentlich. Also das würde ich auch spielen wollen. Elektroschwäche hinten. Und vorne Resistenz gegen Elektro. Dann Feuerschwäche und dann hat er... Gefällt mir, Team, finde ich, glaube ich, stabil. Das ist ja irgendwie nervig. Das ist schon irgendwie nervig. Na, wo gehe ich da rein? Ich kann nicht drin bleiben. Ich mache ein kleines bisschen Vorarbeit. Und dann haue ich ab. So. Mein Gegner bleibt noch drin. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Ich glaube, das gefällt mir aber richtig. Nun muss ich nur... Für wie viele Sofortattacken sind wir schon drin geblieben? Das war doch kein Feuerschlag, oder? Ne, genau. Nun muss ich nur vielleicht einmal richtig schilden. Gut, der macht Spiegel. Ja, Problem eigentlich. Also der Switch hilft mir nicht weiter. Der Switch hilft mir nicht weiter, aber ich merke hier... Wenn ich vielleicht den Schlaraffel ein bisschen was rein investiere, nun bin ich wieder auf plus 1. So, bitte mach nicht wieder Spiegel, okay? Die Uno-Reverse-Karte oder mich sperren oder plus 4 oder was auch immer. Komm schon, nicht wieder, nicht wieder, nicht wieder. Ey, der trollt mich doch komplett. Ohne der Senkung wäre ich vielleicht auf Body Slam gegangen, aber so nicht. Na, so einfach nicht. Nun kommt ein Schild. Und wir gewinnen den Gleichstand. Schlaraffel war hier wirklich, wirklich stabil. Und ohne Wegbereiter wäre ich irgendwie schon auf minus 3 oder so gewesen. Buja, weg mit dir. Bitte, den will ich schaffen. Na, schade. Okay, aber er hat Energie ausgegeben. Gut. Na und mit Typ Normal hätten wir irgendwas rausgelockt, aber offenbar konnten wir nichts rauslocken, weil da nichts hinten drin war. Von daher gehe ich wieder hier mit rein. So, Köder wäre fatal, mache ich nicht. Muss leider schilden. Dann hoffen wir auf Stahl hinten drin. Auf ein Stahl-Pokémon hinten drin. Hoff, obwohl, bei den KP, glaube ich, hätte ich auch schon Kreuzschere machen können. Aber das wird nicht besiegen, wenn er nicht schilden würde, geschildert hätte, wie auch immer. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Das war dann leider Quatsch. Schade. Schade, schade, schade. Aber interessantes Team. Finde ich wirklich. Ein interessantes Team. Krypto-Alola Vulnona. Da kommen nun ein paar eisige Meteorologen reingeflattert. Bitte sei gierig? Nein. Er ist nicht gierig. Schade. Aber Altaria vorne, das war schon relativ nervig. Und dann hat der Gegner wirklich den Brandsand-Jackpot komplett gezogen. Aber so richtig. So richtig einfach nur. Wenn ich da ein paar Abschwächungen nicht gehabt hätte, hätte Fahrradkette, wäre das schon schön gewesen. Und weg mit dir. Aber ich mag Leute, die Alola Vulnona spielen. Die mag ich wirklich sehr. Weil manche glauben einfach, keine Ahnung, gewisse Schwächen existieren nicht. Rokara. Gut, dann nehmen wir eine Sananabeere. Nehmen wir hier.
Wegbereiter gegen Grabbit war schon echt stabil. Da hätte mich auch der Kampf gegen Alola Vulnona interessiert. Ich glaube, da hätten wir mit Wegbereiter bestimmt auch gewinnen können. Dann machen wir direkt noch ein Set Abfahrt hier rein. Aber ich habe das Gefühl, ich nehme schon echt lange auf für ein Set in der Superliga. Die vorherigen waren immer relativ schnell. Doch das liegt eben an Schlaraffel. Wirklich. Nehmt Schlaraffel in ein Team und auf einmal dauern eure Kämpfe viel länger. Okay, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Grabbit muss ich auf jeden Fall fernhalten. Und ich habe mich verklickt. Also nicht per se verklickt, sondern ich weiß auch nicht, was ich dachte. Ich weiß wirklich auch nicht, was ich dachte. Wieso gehe ich nicht in Grabbit rein? Ich habe doch Brandsand. Und ich sag noch, Grabbit muss ich davon fernhalten und dann irgendwie drücke ich nicht auf Grabbit. Was ist los mit mir? Ich meine, hier habe ich Lebensschuss und drüben hätte ich eine Typ normale Sofortattacke. Aber ich bin doch einfach nur verloren. Ich bin doch einfach nur verloren. Ich bin doch einfach nur verloren. Das ist mir gerade inständig peinlich. Das ist mir gerade wirklich peinlich. Aber okay. Nö. Ich hoffe, ich lebe noch. Ich hoffe, ich lebe wirklich noch. Komm schon. Okay. Das war wichtig, doch... Oh, einfach andersrum machen. Einfach andersrum machen und ich hätte direkt gewonnen. Nun wird das wirklich noch knifflig. Nun wird das noch ultra knifflig. Ach, du meine Güte. Boah. Ich glaube, wenn ich gewinne, dann brauche ich Grabbit nicht mehr. Wenn ich hier gewinne, brauche ich Grabbit nicht mehr. Oh, das habe ich so schlecht, das habe ich so schlecht gemacht. Das habe ich so schlecht gemacht. Gut, das sollte besiegen und dann brauche ich Grabbit wirklich nicht mehr. Eieieiei. Ich hatte wirklich... Also ich sag's euch, ich weiß, ich spiele hier gerade wegen Wegbereiter und so. Aber ich hatte... Schön timen. Also ich hatte Knirscher vor den Augen. Weil Schlaraffel ist immer meine Geistantwort. Ich hatte Knirscher vor den Augen und dann fällt mein... Moment mal. Ich habe ja hier gar keine Attacke. Ja gut, ich habe einfach nur gesagt, Grabbit brauche ich in dem Kampf nicht. Okay, verstehen wir uns? Okay, dankeschön. Dankeschön und dankeschön. Ich wollte natürlich nur euch zeigen, wie stark Schlaraffel ist. Ja, wer braucht schon Grabbit, wenn man Schlaraffel hat? Ja gut. Okay, ja gut, ja, da verschlucke ich mich direkt. Aber alles gut, hey, sowas passiert. Sowas kann schon mal passieren. Auch nach 30.000 Kämpfen. Nein, habe ich ja noch gar nicht. Okay, Moontiaur, perfekt. Genau hier brauche ich all diese Pokémon in Shiny. Das ist nicht perfekt. Oh, so ein Ding ist es hier. Ein echt, 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 echt riskanter Köder. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Dragoran in Krypto habe ich auch, wer mein Spieletrend-Video gesehen hat. Das habe ich in Shiny. Mit guten PvP-IV. Ich glaube, ich träume. Ich freue mich schon so auf das nächste Team Go Rocket Event, aber so richtig freue ich mich darauf. Boah, und ich kann nicht runterfarmen. Ich kann nicht runterfarmen. Ich bräuchte 6 Sofortattacken, aber das klappt nicht. Ich kann doch nicht hier runterfarmen, oder? Ach, komm schon. Wieso macht ein Lehmschuss gegen Krypto so wenig? Klar, Typ Boden gegen Flug, aber das ist ja wirklich nicht mal ein Schaden. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Wenn ich da hätte runterfarmen können, so ultra knapp. Boah, das wäre wild gewesen. Okay, und Moontier kann leider nun auch eine Gesteinattacke haben. Und wisst ihr, was Gestein bedeutet? Ja, richtig. Gegen mich effektiv, weil ich ein Käfer bin. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön.
Ey, geht mir weg mit diesen nervigen Pokémon. Okay, nun hier rein und Feuerschlag. Woher all die Kryptosumbex auf einmal? Die sind wirklich stark gestiegen. Aber richtig stark gestiegen. Komplett. Wie viel benötigt denn Steinhagel nochmal? Weiß das irgendjemand? Ja, 6 oder 7. 6 oder 7 Sofortattacken. Nicht, dass ich wüsste, wie viel Energie der Gegner nun hat, aber... Ich glaube, hier schilden wäre Quatsch, weil dann macht sie einfach Steinhagel drüben. Aber drüben habe ich auch kein... Oh, nö. Na gut. Fühlen wir uns lucky? Was meint ihr? Fühlen wir uns lucky oder fühlen wir uns nicht lucky? Ah, ich glaube, ein Bodyslam würde auch schon fast besiegen. Komm, wir schilden. Wir schilden. Oh, ich habe Back-to-Back. Wer gewinnt den Gleichstand? Wer gewinnt den Gleichstand? Wer gewinnt den Gleichstand, wenn sie schon genügend Energie hat? Ich drücke ganz fest auf die Attacke. Okay, ich gewinne nicht den Gleichstand. Ich gewinne leider nicht den Gleichstand. Komm, Akub. Bleib standhaft. Akub. Nein, Akub. Ich sagte doch, bleib standhaft. Schade. Ja, die Zumbex sind nervig für dieses Team. Vor allem, wenn Schlaraffel dann nicht mehr am Start ist. Womit habe ich gegen... Ach ja, genau, Dragoran. Ja, das war irgendwie... War spannend. War ein spannendes Team. Muss ich mal so sagen. Wir kämpfen gegen Giovanni. Giovanni ist am Start. Fiaro ist am Start. Da bleiben wir drin. Relativ neutrale Führung, würde ich mal behaupten. Na, so wie time ich. Moment mal. Ah, das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie wirklich doof. Das ist irgendwie wirklich doof. Und vor allem auch, dass ich Energie ausgegeben habe. Und vor allem auch, dass ich schon im knallgelben Bereich bin. Ist auch wirklich doof. Und hier muss ich nun Vorarbeit machen, weil wir ja wissen, Wegbereiter besiegt nicht. Irgendwie habe ich nicht ausgeholt, aber egal. So. Nassschweif. Und nochmal Nassschweif, vermutlich oder so. Boah, die Einäschern, die waren... Nein, ich nehme alles zurück. Das war doch keine neutrale Führung. Sondern eine brutale, nicht neutrale. Mit 5 Schaden mehr pro Einäschern. Da ist es auf jeden Fall eine verlorene Führung für Akub. Gut. Mein Angriff steigt. Ich kann hier noch den machen. Und bitte sag mir nicht, dass da hinten drin ein Zumbex ist. Nochmal. Weil dann habe ich ja irgendwie... Ich meine, ich wollte genau mit Wegbereiter eigentlich hier und so weiter und so fort. Aber... Fliegen, okay. Ich wollte ja genau mit Wegbereiter sowas machen. Ich glaube, ich nehme Akub. Keine Ahnung. Wir nehmen Akub. Einäschern kam leider an. Einäschern kam an. Und... Ey, wirklich nervig, dass wir die so oft haben. Da habe ich das komplett falsche Team. Aber wirklich das komplett falsche Team. Boah. Na gut. Keine Ahnung. Oh, er hat Blizzard. Er hat Blizzard. Hätte Brandsand nicht die Chance für eine Absenkung, würde ich ködern. Aber ich will, auch wenn du schildest, ich werde nun die Angriffssenkung nämlich bekommen. Okay, Spaß. Ich habe nur Spaß gemacht, Leute. Ich habe euch nur getrollt. Ich bekomme natürlich nicht die Angriffssenkung. Dann gehen wir einfach direkt auf Feuerschlag. Er hat Siedewasser, okay. Und er ballert richtig rein direkt. Dann gehe ich nun nicht mehr Feuerschlag. Weil der würde weniger machen als irgendwie ein Charm oder so. Er schildert nochmal, aber ich glaube, da haben wir es nun. Nun kann ich eine durchlassen, glaube ich. So.
Den Köder werde ich nun durchlassen. Giovanni, nicht mit mir, mach nicht deine Spielchen hier. Ach, Giovanni. Giovanni, Giovanni, du musst noch so viel lernen. Nicht ködern, okay? Man hat es doch vorhin bei mir gesehen. Da ködere ich einmal und schon hat man Probleme. Boah, aber ich glaube wirklich. Also, wenn die Pokémon Ultra oft am Start sind, wie wappnet man sich dagegen, ohne dass man komplett gegen Fiaro verliert? Haben wir irgendwelche Pflanzen-Ladeattacken von Pokémon, die nicht ultra heftig gegen Fiaro verlieren? Wie beispielsweise, keine Ahnung. Also, ja. Serperoyal verliert ultra hart gegen Fiaro und viele andere Pokémon. Das fällt mir wirklich auf. Das fällt mir wirklich auf. So viele Sumpex wie nun haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Okay. Da kann ich natürlich überhaupt nicht drin bleiben. Steigerungssieb, alles klar. Ich sag euch, keine Psychokinese mehr. Niemand spielt mehr Psychokinese, aber nun kommt der Spiegel. Der Spiegel. Ich schwäch dich wieder ab mit deiner Steigerung. Tschüssili. Oh yeah. Komplett abgeschwächt. Das wird dir zu denken geben. Aber er ist schon im Gelben. Kann ich nun eventuell einen Schild bekommen? Vermutlich nicht. Ich werde ultra knapp nicht runterfarmen können. Ja, schade. Ich meine, ultra knapp war das nicht. Aber genauso will man es eigentlich nicht haben. Okay, Bolterus nervig habe ich auch nicht so bedacht. Und ich will nicht mal einmal Katapult abbekommen. Von daher werde ich einfach verlieren. Da werden wir nun einfach verlieren. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Na, oder eventuell auch nicht. Besteht noch eine Chance. Mein Schlaraffel so richtig am Dancen. Okay. Hätte ich mich vielleicht schon früher steigern sollen, dass die Lehmschüsse mehr machen. Aber ich wollte mir das eben aufheben. Nicht, dass er dann... Der wollte ja genau, dass ich Energie ausgebe. Ja, genau. Grabbit-Doppelcharm. Dieses Team unter anderem war Grabbit-Doppelcharm, wieso man das erfunden hat. Aber kann ich nicht mehr gewinnen. Unmöglich. Das war komplett. Also Bolterus vorne darf ich nicht mehr erleben. Das dürfen wir leider wirklich nicht mehr erleben. Ich meine, Elektro wäre neutral gegen Bolterus, aber wenn ich nun rausgehe, dann sind die schönen Steigerungen weg. Okay. Ich erwarte einen Shield. Aber ich mache das dennoch, dass ich mich steigere. Mir geht es gerade wirklich nur um die Steigerung. So. Komm schon, Bolterus wird ein bisschen irgendwie so nicht ultra heftig sein, oder? Ich muss noch Wegbereiter erreichen. Niantic Internet, ich brauche dich. Wo bist du? Ich brauche dich, Niantic Internet. Aber hey, das ist noch echt knapp geworden. Ich glaube, das hatte der Gegner eigentlich schon sowas von in der Tasche. Aber das ist noch wirklich knapp geworden. Was für knapp geworden, meine Damen und Herren. Ich beende den Unterricht, okay? Den Unterricht, den beendet Akub. Oder Bolterus. Okay, Bolterus beendet den Unterricht. Tut mir leid. Wie viele Ladeattacken hat Bolterus abbekommen? Ich glaube 9. In etwa. 9 Ladeattacken waren da in etwa auf Bolterus drauf. Und hier hätte auch Steinkante mehr Schaden verursacht. Aber genau, ich glaube 9 Ladeattacken waren das. So in etwa. 7-mal Wegbereiter, dann hier noch auch ein paar. Gut. Das war böse. Das war leider wirklich böse.
Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Aber immerhin sieht man weniger davon. Ich habe echt mehr befürchtet in dieser Season. Genau wegen solchen Pokémon auch und wegen Fiaro hätte ich echt mehr davon erwartet. Und weniger von den, bitte nicht abfangen. So, weniger von den schwachen Verbindungen. Dann werde ich nun rübergehen. Ich gehe hier rein. Und fange die Drachenklaue ab, oder? Da fangen wir auf jeden Fall mal die locker flockige Drachenklaue ab. Dankeschön. Okay. Ein Starter-Team offenbar. Turtok hinten drin? Nein, Turtok spielt hier niemand. Turtok spielt hier wirklich niemand. Na, aber die Feuerschläge, die gehen schon mal gut ab. Und ich werde schilden. Ich werde hier schilden. Gegner hat, glaube ich, einen Rankenhieb. Also kann ich noch 4 machen, weil ich verliere den Gleichstand. Eine 4. Eine Abfahrt. Ja. Grabbit kann Dinge machen. Grabbit kann wirklich wilde Dinge machen. Eine Sofortattacke hat er sich geholt. Bedeutet, wenn ich 2-mal Voltwechsel mache, wäre es ein Gleichstand. Oh, aber ich habe dann die Attacke sowieso nicht. Okay, oder ich hab mich komplett vertan. Aber genau, vielleicht wollte er einfach gut timen, weil da drückt man ja eigentlich nicht. So. Okay. Okay. Akku hat hier noch richtige Dinge vor. Moment, da brauche ich nun aber die Energie. Ich will, dass es ein positives Set wird, weil ich hole mir die Pokémon-Belohnung ab. 3, 4, 5. Ja, mir gefällt nicht, dass er noch Bisaflor hat, aber ich glaube, Eisstrahl überlebe ich noch knapp und dann schaffe ich noch einen Wegbereiter. Oh, nö. Ich sagte knapp, aber nicht so, dass da noch 3 Blubber kommen. Das finde ich nun uncool. Ich dachte, Blubber macht nun mehr. Der schafft wirklich noch 3. Eieieiei. So. Der schafft wirklich noch 3. Und er hat noch Bisaflor. Er kann noch ordentlich irgendwo abfangen. Und Glurak hat davor nur die Drachenklaue gemacht. Er kann noch ultra einfach mit Glurak abfangen. Okay, perfekt. Perfekt. Na gut, ist aber echt knapp geworden dafür, dass er vorne schwach gegen Elektro ist und hinten schwach gegen Elektro. Aber hier, ich meine, da muss man sagen, Glurak ist ja effektiv mit Feuer, von daher. Von daher ist es hier nicht unbedingt nur ein Flug-Pokémon. Und weg mit dir. Weg mit dir. Aber die 3 Starter-Typen, ich sag das immer wieder, ich finde, daraus kann man gute Teams bauen. Die 3 Starter-Typen. Eben nur hier momentan die Elektro-Schwäche wäre es gewesen, aber ich hatte Elektro vorne und war dennoch ein wenig knapp. Also, Wegbereiter kann man schon machen, aber man sollte irgendwie noch mehr im Team auf Sumpex vorbereitet sein. Oder einfach diese Typ-Kombi, die sind irgendwie schon relativ nervig. Bedanke mich natürlich, wie immer, fürs Zusehen.